So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Let's Play GTA San Andreas. In der Multiplayer-Modifikation SAMP auf dem Server Live Udream. Ja, ich hoffe mal, diesmal gibt es jetzt keine so starken Komplikationen wie letztes Mal, damit das Spiel die ganze Zeit abstürzt. Ja, mal gucken, weil gerade ist das aber auch neu gestartet. Also, ich wollte die Folge eigentlich vor 10 Minuten aufnehmen, da ging es aber nicht, weil der Server nicht online war. Also vielleicht kann es sein, damit das Problem ja noch nicht gelöst war, weil wir wurden ja auch gestern angeschrieben, damit das aber auch mal neu gestartet ist wegen diesem Problem, damit man Standbild bekommen hat, was dann eben genau das war, was ich dann hatte. Ja, wir hoffen jetzt einfach mal das Beste und machen kurz die Fahrschulprüfung, damit wir dann endlich mal wieder Auto fahren dürfen. Ja, ne? Ist klar. Gut, ab geht's. Wir haben jetzt auch schon ziemlich viel Geld verloren, dadurch, dass es nicht funktioniert hat. Insgesamt schon 15.000, über 15.000, glaube ich sogar. Sehr ärgerlich, aber was soll ich jetzt da ändern, ne? Was soll ich jetzt da ändern? So, hier. Das Fahrprüfung. So, den Autoschein für 6.500. Und ich habe ja eine hier. Tastenkombination, ja, richtig geil. Und es sieht aus, als wenn alles funktionieren würde, aber beim zweiten Versuch hat es ja jetzt auch noch ausgesehen, als wenn alles funktionieren würde. So. Was mich gleich beim dritten Checkpoint wundert, das werdet ihr gleich sehen, und zwar ist er auf der linken Straßenseite. Das wundert mich, warum das so ist. Also entweder ist es ein Fehler oder man ist einfach davon ausgegangen, damit man eben beim, ja, beim Fahren der Kurve zu diesem Zeitpunkt noch auf der linken Spur ist und dann erst auf die rechte noch, ja, schwenken muss. Upsala, da habe ich falsch gefahren. Da dachte ich, man muss jetzt rechts, fragt mich nicht warum. Das dachte ich einfach, ne? Soll vorkommen. Gut, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ja, das liegt daran, dass ich die Folgen zurzeit ziemlich kurzfristig aufnehmen muss, da ich zurzeit ziemlich krass am Minecraft vorproduzieren bin. Also, ja, die Folge wird dann auch wieder heute Abend kommen. Was ist kurzfristig? 12:28 Uhr. Ich habe noch so um die 6 Stunden. Fast. 5,5. Aber, ja, ich würde lieber noch um die 70 Stunden haben. Das wäre mir um einiges lieber, weil. Naja, erst recht, wo jetzt dann bald wieder die Schule anfängt. Ja, ich kann es ja nochmal erwähnen. Wird das ja alles ein bisschen komplizierter. So. Auf geht's. Ja, auf der Autobahn dürfen wir ja leider auch nicht schneller fahren. In der Fahrschulprüfung auch immer nur 90. Also gibt es überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber. Ne, was soll ich denn dran ändern? Gut, ja, wie man Geld einzahlt, weiß ich immer noch nicht. Ja. Und ich bin so schnell. Scheiße. Also da muss ich nochmal gucken, ob ich vielleicht einen Kommentar bekommen habe, der mir sagt, wie ich, ach Gott, das gibt's ja nicht, wie ich das machen kann. Das wird sich dann wahrscheinlich in den nächsten Parts zeigen, ob es funktioniert oder nicht. Ach komm, warum darf ich denn nicht so schnell fahren? Richtig langweilig. So, aber wir haben schon Checkpoint 14 von 20, das heißt nur noch 6 Checkpoints. Ich denke jetzt noch eine Runde hier, dann jetzt da vorne rechts und dann nochmal rechts und dann sind wir auch schon wieder da. So circa, vermute ich mal. Und immer schön 90 fahren. Da passiert einem nichts. Am besten zwischen 80 und 90. Ist eigentlich perfekt. So. Und. Ja. Naja, fast. Funktioniert noch einigermaßen, ne? Alles gut. Das ist ja die automatische Fahrprüfung, die merkt das überhaupt nicht. So. Ja, noch kurz die letzten. Wo steht's hier? Drei Checkpoints. Ja. Die sind aber ein bisschen weiter auseinander diesmal. Das heißt, es ist doch nicht mehr eine so kurze Fahrt, aber wir sind dann auch schon da. Wir sind ja schon wieder auf dem Rückweg. Jetzt da vorne noch rechts. Und der letzte Checkpoint wird auch wieder der Checkpoint zum Schluss sein, also zum Anhalten, wo da auch unsere Stadt, da wo auch unsere Stadt platziert war. Ja, genau. Und ja, diesmal scheint alles halbwegs so zu funktionieren. Also alles gut. Und ich habe die Führerscheinprüfung bestanden. Ich habe einen Autoführerschein. Hey. Gut, das ist schon mal sehr gut. 5 Minuten haben wir das schon gekostet. Okay. Das war länger als ich erwartet hatte. Ich dachte, Fahrschulprüfung. 2 Minuten, 3 Minuten, höchstens. Mehr hätte ich da echt nicht erwartet. So, okay, dann erstmal ab zum Auto. Dann kann ich ja noch eine Runde shoppen gehen. Einfach mal schnell eine Runde fahren. Das dauert ja definitiv nicht lange. Und zwar slash Galock. So.
rein und gleich wieder absperren. Das ist auch lustig, wie man einfach immer absperren muss, einfach so wieder ein riesen Unterschied zur Realität, weil, na ganz ehrlich, ne? Wer schließt denn schon sein Auto ab, während er fährt? Ich denke, ja, ich meine, klar, es gibt Leute, die machen das, aber ich denke, der Großteil wird es nicht machen. Ne? Ich meine, ist ja eigentlich unnötig, weil der Gefahr, dass jetzt echt einfach mal dein Auto abgezogen wird, ist ziemlich gering, vermute ich. Kommt natürlich immer darauf an, wo man wohnt, bla bla bla, ja, aber so allgemein gesehen ziemlich gering. So, mal gucken, ob ich den Weg jetzt auf Anhieb finde, aber ich denke schon. Oder ob ich den kürzesten Weg auf Anhieb finde. Den Weg würde ich definitiv irgendwann finden, aber naja, vielleicht erst nach 20.000 Versuchen. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss, so ungefähr. So, ich muss hier rechts und dann tut das alles passen, ja? Wenn ich nicht weiß, wo ich reden soll, dann rede ich halt darüber, ob ich weiß, wo der Weg lang geht, ja? Und hier auch ein Motorradfahrer am Start. Hätten wir umfahren können, aber ist natürlich nett. Und fahren keine Motorradfahrer, um einfach was Spaß macht. So, hier sind jetzt zum Glück keine Blitze mehr. Dann können wir ein bisschen Gas geben. Gas geben, soweit es eben mit diesem Auto geht. Das ist ja jetzt auch nicht so krass, ne? Und was ist jetzt eigentlich diese rote Lampe? Das hatte ich schon mal in ein paar angesprochen, aber nie nachgeguckt. Ich glaube, das gucke ich jetzt mal. Wäre mal ganz interessant zu wissen. Ja, auf jeden Fall. Gut, ab geht's. Ich kann auch hier richtig knapp, ja. Alles Absicht. So, hier einfach mal. Das ist der Jobort, oder? Die rote Lampe. Sieht so aus. Ja. Und da ist jemand ein Spiel mit mir. Aber das Gute ist bei DxO, sobald man wieder ins Spiel kommt, ja, geht die Aufnahme automatisch weiter. Wenn man aus dem Spiel draußen ist, dann pausiert die Aufnahme automatisch. Achso, weil es hier brennt. Automatisch. Also alles im Bereich des Möglichen. Alles gut. Und ja, wir fahren mal schnell eine Runde. Ne, eine Runde, genau. Ne, Runde natürlich mit D, ist klar. Gut, ja, wir sind schon bei 7 Minuten. Okay, das dauert alles länger, als ich dachte. Sekunde kurz. So, jetzt. Slash Motor. Slash Startbauer. Und wir möchten das Feld abernten. Ja, hier mit meiner extrem lauten Enter-Taste. Jedenfalls hört die sich im Video immer extrem laut an. Und. Alter. Auf jeden Fall, ja, das ist ein Auftritt von der Feuerwehr. Den gibt's sonst nicht nochmal. So, und wir fahren mal die roten Kreise ab. Ja, aber es sind schon für den ersten zu blöd. Aber es reicht auch, wenn wir rückwärts reinfahren. Überhaupt kein Problem. Und warum ist da Feuer auf dem Feld? Auf jeden Fall ein Fall für Galileo Mystery, ja. Ist ja alles, was man nicht auf Anhieb erklären kann. Auch wenn das eigentlich nur ein Spiel ist und man alles gar nicht erklären muss, weil es irgendwie geskriptet worden ist. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, ja. Wir gehen einfach mal davon aus, das ist natürlich die Realität, weil es jetzt ein Real-Life-Server, also muss es ja natürlich der Realität 1 zu 1 entsprechen. Und ja, ne, ist klar. So, Hälfte haben wir geschafft, also nicht ganz die Hälfte, glaube ich. Ich glaube, hier auf dem Feld ist es etwas mehr als da drüben. Aber sicher weiß ich das auch nicht, das ist eine bloße Vermutung. Ja, selbst weil man da oben da halt immer, ich glaube, zwei oder dreimal hin und her fahren muss und sonst immer nur einmal auf einer Linie. Also dann noch zwei, dreimal auf einer Linie. Hier sehen wir ja, wir gehen jetzt immer ein bisschen schräg, aber das ist da nicht. Und warum ist dieser Chat an? Dass es jeder lesen kann. Das wundert mich. Ist. Hat bestimmt einen Grund. Auf jeden Fall. Sind die überall am Dampfen? Was dampft das denn so krass? Ja, das ist auch am, ist das am Dampfen oder am Rauchen? Es sieht eher aus wie am Dampfen, also wenn Wasser über das Feuer geschüttet wird. Ist auch ein Unterschied zwischen Dampf und Rauchen, was viele gar nicht wissen. Beziehungsweise viele ganz falsch benutzen Dampf und Rauchen. Dampf ist ja, wenn etwas verdunstet, nicht verdunstet, sondern verdampft, ne? Eine Flüssigkeit so stark erhitzt wird, damit es eben, ja, sich in den gasförmigen Zustand begibt und, ja, Rauchen ist dann, wenn etwas verbrannt wird. Und dort dann ein paar Gase entstehen, wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid oder auch Kohlenstoffmonoxid, wenn man die Verbrennung nicht ordentlich macht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wir sind ja nicht in der Schule. Sondern sind hier gerade beim Let's Play in GTA San Andreas und versuchen hier mal die Checkpoint-Stelle zu fahren. Das haben wir jetzt auch gleich geschafft. Und hier ist der letzte Checkpoint. So, bam. Gut. Ja, dann war es jetzt auch wieder mit dieser Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt ein bisschen kürzer, aber naja, muss es jetzt sein, so schaffe ich das mit den Parts alles nicht gescheit.
Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, dann gebt mir noch einen Daumen hoch und schreibt einen Kommentar. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschö.